Hallo zusammen, etwas verspätet, naja, knappes Jahr, immerhin zur gleichen Jahreszeit, ein Video von der Szenario 2020. Da dieses Jahr leider ausfällt, gibt es immerhin den Vortrag, den ich leider bislang noch nicht online gebracht habe, aber jetzt ist es soweit. So, der dritte Vortrag, der stattgefunden hat, die anderen beiden verlinke ich unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Der dritte Vortrag hier ist vom lieben Michel. Der Michel hält ja fast, glaube ich, jedes Jahr einen Vortrag auf das Szenario zu ja meistens historischen Themen oder historische Themen im Kontext mit teilweise hobbyrelevanten Themen, zum Beispiel auch in Bezug auf Herr der Ringe und so weiter. Und in jenem Jahr hat er sich ein sehr interessantes Thema vorgenommen, nämlich das Thema Recherche in der Geschichte, speziell im Dark Age oder in der Wikingerzeit. Da ist er auch ein Fachmann für. Der gute Mann ist nämlich Doktorand in Geschichte und diese Zeit, dieses Frühmittelalter ist ein absoluter Schwerpunkt von ihm und da kennt er sich auch super aus. Es macht jedes Mal sehr viel Freude, seinen Vorträgen zu lauschen. Und in dem Vortrag hier nimmt er sich nun insbesondere ja das Thema der Darstellung der Franken, genauer gesagt der Karolinger, vor, wie sie ja auf Illustrationen oder auch im Tabletop dargestellt werden. Und ja, das macht einfach nochmal klar, wie dünn letztendlich die Quellenlage dazu ist. Ich finde, es ist ein super interessanter Vortrag, es ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Zusehen jetzt. Ich würde dich einfach mal vorstellen. Herzlich willkommen zu unserem Primetime-Vortrag von Michel. Jetzt zum wievielten Mal? Fünften Zum Mal. 15. Mal, genau. Fünf, ja. Hier werdet ihr heute beschallt mit historischen Fakten. Ja, kein Halbwissen. Der Mann ist vom Fach. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, Martin. Vielen Dank auch noch an euch alle, dass ihr auch zum fünften Mal wieder zum Zuhören gekommen seid. Das freut mich sehr. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zu Beginn. Die schlechte Nachricht ist, dass ich mich wieder übernommen habe und eigentlich nicht alles abdecken konnte in dem Vortrag, was ich mir vorgenommen habe. Die gute Nachricht ist, dass ich dafür dann wahrscheinlich nächstes Jahr einfach Teil 2 dranhänge, so wie der Bernhard das mit den Pferden macht. Und nächstes Jahr wird es dann vielleicht auch um Berserker gehen dann. Aber die sind jetzt aus dem Vortrag rausgefallen. Ja, ich habe mich sehr gefreut zunächst, dass es dem Hund so gut geht. Aber nee, es gab ja dieses Jahr, es gab ja Nachschub von Unfinished Armies. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört. Und da ging es in einer Folge haben Frank, Martin und Bernhard darüber über Zeit diskutiert und wie man Zeit im Hobby sinnvoll nutzen kann. Und einer der Punkte, den sie unter sinnvoll notiert haben, war eben die historische Recherche, also recherchieren also im Vorfeld der Armeenzusammenstellung sich Gedanken über die Miniaturenbemalung machen. Und ja, wie Martin festgestellt hat, das kann man nicht nur bei historischen Themen machen, auch eine Tau-Armee für 40k kann einiges an Recherche erfordern. Aber natürlich verbindet man die Recherche vor allem mit historischen Projekten. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Qualität eines historischen Projekts eben sehr viel von der Recherche abhängt. Oder ist es gerade, das macht gerade die Qualität von historischen Projekten aus. Nicht umsonst gibt es ja das Klischee des pingeligen Hobbyisten, der andere wegen eines falsch bemalten Schnürsenkels bei einem napoleonischen Grenadiers gleich aus der Community verbannt. Ich sage Klischee, also nur mal um zu unterstreichen. Und wie gesagt, es liegt, wie gesagt, in der Natur der Sache, sich bei historischen Projekten um die korrekte Darstellung von Uniformen, Wappen und Ähnlichem zu bemühen. Und da bildet auch das Frühmittelalter keine Ausnahme. Das Problem ist nur, wie ich jetzt schon einige Male betont habe, ist, dass wir für diese Epoche, also grob die Zeit zwischen 500 und 1000 nach Christus, viel weniger Quellen besitzen, die uns über Bewaffnung, Rekrutierung und Aufstellung von Heeren Auskunft geben, als jetzt für das späte Mittelalter oder die frühe Neuzeit. Und das liegt nicht nur an der dürftigen Erhaltung von schriftlichen und archäologischen Quellen, sondern auch daran, dass frühmittelalterliche Heere, zumindest in Westeuropa, anders organisiert waren als ihre römischen Vorgänger und die Armeen der Moderne. Familienwaffen beispielsweise
wurden erst im Laufe des hohen und späten Mittelalters zum Ausweis des Adels und seiner Truppen auf dem Schlachtfeld. Außerdem bildeten sich die europäischen Nationen erst ab dem 10. Jahrhundert heraus, sodass Uniformen, Flaggen und Heraldik insgesamt eine wesentlich geringere Rolle auf dem Schlachtfeld im Frühmittelalter spielten. Zwar muss man auch für die Zeit zwischen 500 und 1000 zwischen verschiedenen Militärkulturen und Organisationsformen unterscheiden, aber ein Merkmal der Epoche ist sicherlich, dass die meisten Kämpfer, im Gegensatz zu den römischen Soldaten, keine professionellen Krieger waren. Das heißt, sie wurden nur dann einbezogen, wenn ein Feldzug anstand oder wenn das Gebiet verteidigt werden musste. Und während die römischen Kaiser eben auf eine noch reichsübergreifende Waffenindustrie zurückgreifen konnten, mussten die Bauern unter Karl dem Großen zum Beispiel ihre Ausrüstung selbst besorgen. Das heißt, Produktion und Rekrutierung fanden eher lokal und individuell statt. Und da die Könige der Merowinger- und der Karolingerzeit im Vergleich zu den Kaisern der Spätantike auch nicht auf ein überregionales Steuersystem zurückgreifen konnten und Städte insgesamt an Bedeutung verloren, ruhte die militärische Organisation vor allem, zumindest in den christlichen Königreichen, auf lokalen Amtsträgern und Landbesitzern wie Grafen und Bischöfen. Und diese rekrutierten eben die benötigten Krieger von ihrem Grundbesitz. Und im Gegensatz zur Spätantike fehlen uns hier wiederum Quellen, die uns Auskunft eben über diese Rekrutierungsprozesse geben. Das heißt, wir haben wenige administrative, bürokratische Dokumente. Zum Beispiel besitzen wir keine Truppenverzeichnisse, wie wir sie zum Beispiel aus der Spätantike kennen. Das Frühmittelalter fällt also zwischen die Stühle der sehr gut erforschten und in unseren Augen professionelleren Kriegsführung der Antike einerseits und des Spätmittelalters andererseits. Und die klassische militärhistorische Herangehensweise, wie sie vor allem in der englischen Forschung eine lange Tradition hat, ist deshalb in meinen Augen weniger geeignet, um diese Epoche zu erforschen. Die klassische Militärgeschichte, nämlich wie sie zum Beispiel von den Osprey-Heften repräsentiert wird, konzentriert sich sehr stark auf Aspekte wie Aufstellung, Formation, Taktik, Ausrüstung, Technik. Die frühmittelalterlichen Quellen aber geben kaum Auskunft über diese Punkte. Nicht nur das, man verzerrt auch das Bild der Kriegsführung in dieser Zeit zu einem gewissen Grad, wenn man die gleichen Ansprüche an einen, zum Beispiel an einen merowingischen König stellt, als einen spartanischen General oder einen Admiral des 18. Jahrhunderts. Denn so entsteht unweigerlich der Eindruck, dass die frühmittelalterliche Kriegsführung vor allem vor Karl dem Großen besonders primitiv und unorganisiert gewesen sei. Einige Forscher, wie zum Beispiel Bernard Bacharach, argumentieren wiederum zu sehr ins andere Extrem. Er suggeriert in seinen Studien, dass es gar keinen echten Bruch zwischen Antike und Frühmittelalter gab und dass noch die Merowinger in der Lage waren, mehrere tausend Mann auf einmal ins Feld zu führen, inklusive einer effektiven Kommandostruktur und stark entwickelter Belagerungstechnik. Nun, die Wahrheit lag wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Die Könige des Frühmittelalters mussten natürlich aufgrund der sehr stark veränderten politischen und wirtschaftlichen Situation ihre Truppen anders ausheben und versorgen als ihre römischen Vorgänger. Aber wenn es darauf ankam, zum Beispiel bei Rebellionen oder Invasionen, stellen wir fest, dass auch die frühmittelalterliche Militärorganisation im Zweifelsfall noch sehr effektiv sein konnte. Jetzt stellt sich aber die Frage, woher beziehen wir dann überhaupt unser Wissen oder woher können wir unser Wissen über die Kriegsführung in den Dark Ages überhaupt beziehen? Eine große Bedeutung spielt dabei die Archäologie. Und nämlich zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert nach Christus bildet sich in den ehemaligen weströmischen Provinzen und von Britannien bis Pannonien eine neue Bestattungsform heraus. Um es stark verkürzt auszudrücken, werden Männer vorrangig mit Waffen und Frauen mit Schmuck bestattet. Und man geht heute vielmehr davon aus, dass Grabbeigaben als eine Reaktion anzusehen sind auf die vielen Krisen, die innerhalb der spätrömischen Provinzen stattfanden und dass hier lokale Gemeinschaften versuchten, ihre eigene Machtposition und ihren eigenen sozialen Status wieder zu beanspruchen und zu schützen, indem sie eben ins Grab investierten. Das ist für uns sehr günstig, denn wie gesagt, bei Männergräbern wurden vor allem Waffen beigegeben, die sich natürlich sehr gut erhalten, also zumindest im Fall der eisernen Waffen zumindest die Klingen oder die Pfeilspitzen. Und die Grabbeigaben verschwinden dann auch nicht mit der Entstehung der christlichen Königreiche im 5. und 6. Jahrhundert,
sondern erst, nachdem sich die politischen Verhältnisse wieder konsolidiert haben, also am Ende des 7. Jahrhunderts. Bei den Männergräbern wird in der Forschung übrigens sehr viel diskutiert, ob Männer, die mit Waffen bestattet waren, auch hauptberuflich Krieger waren. Das scheint eben unwahrscheinlich, denn es ist eben nicht davon auszugehen, dass sich jeder Krieger auch eine aufwendige Bestattung mit Waffenbeigabe leisten konnte. Außerdem wurden auch Kinder und sehr selten auch Frauen mit Waffen bestattet. Und dennoch gehen wir nicht von Kindersoldaten im Frühmittelalter aus. Vielmehr war die Waffe Teil der idealen Rolle oder des idealen Bildes, das sich die Verbliebenen vom Verstorbenen machten. Das Grab sagt uns erstmal also nur, dass man sich die Toten als Krieger, dass man sich an den Toten als Krieger erinnern wollte. Aber nicht unbedingt, dass er auch einer war. Aber dennoch stammen eben viele der beeindruckendsten Funde des Frühmittelalters stammen eben aus Gräbern. Auch wenn gerade Helme und Rüstungsteile viel seltener erhalten sind als eben Wurfäxte, Speere, Sachse, Messer oder ähnliches. Dieser Mann hier, der liegt übrigens gar nicht weit von hier, der liegt in Mainz im Landesmuseum, der sogenannte Herr von Planing, ein sehr beeindruckendes frühmittelalterliches Grab mit Helm, der übrigens ja wahrscheinlich entweder aus einer ostgotischen Werkstatt in Italien oder vielleicht sogar aus Byzanz kam, und mit Schild, Lanze, Wurfspeeren, Sparta, also das Langschwert. Aber diese Gräber sind extrem selten in der Qualität und in dem Erhaltungszustand. Die Skelette selbst können uns in manchen Fällen auch etwas über die Kampfesweisen geben, Auskunft über die Kampfesweisen geben, wenn sich, wie zum Beispiel bei Beispiel von diesen drei Skeletten aus einem Grab in Baden-Württemberg, Hiebspuren oder Verletzungen feststellen lassen. Also die Pfeile markieren hier die tödlichen Hiebe oder die schweren Verletzungen. Auch hier sind die Verletzungen kein eindeutiger Beweis für ein Leben als Krieger, aber wenn zum Beispiel wie in diesem Fall drei Skelette in einem Grab mit schweren Verletzungen bestattet wurden, ist davon auszugehen, dass sie zumindest zusammen in einer gewaltsamen Auseinandersetzung zu Tode kamen oder zumindest nacheinander im Kampf zu Tode kamen. Noch seltener sind Bilddarstellungen in der Archäologie, denn die römische Tradition der Mosaike und Grabsteine hat sich nördlich der Alpen im Frühmittelalter nicht fortgeführt, beziehungsweise es haben sich nur sehr wenige Beispiele erhalten. Bei diesem Reliefstein aus Hornhausen, das liegt in Sachsen-Anhalt, erkennt man aber zumindest sehr gut, also man kennt die Schwertscheide des Reiters, seine Lanze und den Schild. Dieser Reliefstein war übrigens in der Kirche verbaut, also wahrscheinlich Teil der Chorschranke vor dem Altar. So, was die Buchmalerei betrifft, stehen wir etwas besser da. Und hier muss ich einfach als herausragendes Beispiel muss ich den sogenannten Stuttgarter Psalter erwähnen. Der Stuttgarter Psalter ist um 830 wahrscheinlich in Saint-Germain-des-Prés, also in Paris, entstanden, wird aber heute in Stuttgart aufbewahrt. Und wie der Name schon sagt, enthält dieses Manuskript eine Kopie der Psalme, die auch fast alle illustriert sind. Das Manuskript ist übrigens komplett online digitalisiert. Ihr könnt es sehr leicht googeln und euch die wirklich wundervollen Illustrationen anschauen. Und da es eben in dem Psalm ja recht blutig zugeht, hatten die Mönche viel Gelegenheit, Krieger darzustellen oder militärische Auseinandersetzungen. Auch im sogenannten Goldenen Psalter von St. Gallen gibt es einige sehr bekannte Darstellungen, gerade von gerüsteten Reitern aus der Karolingerzeit. Hier auch die bekannte Drachenstandarte, die anscheinend aus der römischen Armeetradition übernommen wurde. Und zu guter Letzt gibt es auch in der irischen Buchmalerei oder insularen Buchmalerei einige Beispiele. Aber hier macht es die sehr stilisierte Darstellung schon schwierig, Aussagen zu Bewaffnung und Ausrüstung eben der Figuren zu sagen, festzustellen. So viel erstmal zu den Bildern. Wie ich auf der anderen Folie bereits angedeutet habe, es gibt natürlich durchaus Schriftquellen, die sich explizit mit Krieg beschäftigen. Aber die Perspektive und die Interessen der Autoren weichen eben meist stark davon ab, wofür sich jetzt der gemeine Militärhistoriker oder der gemeine Wargamer interessiert. Und ich komme ja im Laufe meiner Vorträge immer wieder darauf zu sprechen, dass ein großes Problem die Tatsache ist, dass wir das Frühmittelalter fast nur oder fast ausschließlich aus den Augen christlicher Autoren sehen und vor allem aus der Perspektive von Mönchen. Und diese interessierten sich halt wenig für die Bemalung von Schilden oder die Herstellung von Kettenhemden oder das Aussehen von Kriegsbannern. Für uns lesen sich halt die Schlachtenberichte oft frustrierend knapp
da oft wirklich nur der Ort oder der Ausgang der Schlacht erwähnt wird, aber keine weiteren Details. Auf der anderen Seite verwenden die Autoren aber sehr viel Tinte darauf, zum Beispiel die Gebete vor dem eigentlichen Kampf zu beschreiben und mögliche Omen zu deuten, wie eine Sonnenfinsternis oder Kometen. Das heißt, was ihnen wichtig ist, ist eher die heilsgeschichtliche Deutung des Kampfes. Inwiefern war der Kampf von Gott vorherbestimmt, inwiefern hat Gott selbst in den Kampf, ins Kampfgeschehen eingegriffen. Und das mag uns halt ärgern, weil wir lieber eine Beschreibung der Helme gehabt hätten oder der Bannerfarben. Aber für die Gelehrten der Zeit hatte der Krieg eben vor allem eine religiöse oder besser gesagt hagiografische Dimension. Und es gibt da ein gutes Beispiel. Im Jahre 885 bis 86 kam es eben zur großen Wikingerbelagerung von Paris. Und wir haben den Bericht eines Augenzeugen, also Abbo von Paris, das war ein Mönch, der war in der Stadt eingeschlossen und hat die Belagerung mit eigenen Augen miterlebt, aber erst mehrere Jahre danach aufgeschrieben. Und obwohl er Augenzeuge der Schlacht war, ist die Beschreibung des Kampfgeschehens voller Wundertaten quasi. So behauptet er zum Beispiel, dass sein Bischof mit einem einzigen Pfeil 7 Wikinger aufgespießt hätte. So weiter. Es gibt aber immerhin Ausnahmen. Also so gibt es zum Beispiel wenige Stellen in den karolingischen Annalen, die uns zum Beispiel darüber berichten, dass die Franken es mit ihren Rüstungen sehr schwer hatten, mit den sehr agilen und Bretonen mitzuhalten, die sie eben mit ihrer Guerilla-Taktik zermürbten. Oder wenn zum Beispiel im altenglischen Gedicht The Battle of Maldon, wenn auch mit sehr viel Pathos, der Kampf im Schildwall beschrieben wird. So viel erstmal zum allgemeinen historischen Kontext. Und jetzt möchte ich nochmal auf ein konkretes Beispiel kommen und auch zu den Miniaturen dazu. Mein Beispiel ist eben der sogenannte karolingische Panzerreiter. Das ist ein sehr veraltetes Wort, was man aber immer noch in der Literatur antrifft. Warum jetzt Panzerreiter? Dabei handelt es sich eben eine Bezeichnung für den berittenen Kämpfer im Frankenreich im 8. und 9. Jahrhundert. Nur das Wort Panzer bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Brünne, die Schutzkleidung des Reiters. Und man geht davon aus, dass eine Brünne sowohl Kettenhemd als auch Schuppenpanzer bezeichnen konnte. Aber im Gegensatz zum Schuppenpanzer, also im Gegensatz zum Kettenhemd, haben sich kaum Schutzpanzer erhalten aus der Zeit. Außerdem existiert aus dem 10. Jahrhundert, also wiederum später, ein Dokument, in dem verzeichnet wird, wie viele Lorikati, also Gepanzerte, die Klöster unter den Ottonen stellen mussten. Aus der Karolingerzeit ist uns leider keine ähnliche Quelle erhalten, aber wir verfügen dafür über die sogenannten Kapitularien. Das sind kurze Verordnungen, die von Karl den Großen und seinen Nachfolgern an die Grafen und Bischöfe im Frankenreich verschickt wurden. Und darin ist eben unter anderem notiert, mit welcher Ausrüstung ein Krieger zum Feldzug zu erscheinen hatte. Und als Standardausrüstung wird neben Pfeil, Bogen, Speer und Schild auch Helm und Brünne gefordert. Das Problem ist aber, dass Kapitularien uns nur sagen, was der König sich sozusagen gewünscht hat. Es beschreibt nur die Idealanforderungen. Wir können aber nicht überprüfen, ob diese Anforderungen auch wirklich erfüllt wurden. Und es scheint meiner Meinung nach sogar eher unwahrscheinlich, dass sich die meisten Bauern überhaupt mehr als ein Schild und einen Speer leisten konnten. Denn wir wissen auch, dass es ab der Karolingerzeit Gesetze gab, denen es ein oder zwei oder drei oder mehr Bauern ermöglicht haben, nicht am Feldzug teilzunehmen und dafür die Ausrüstung eines anderen Kriegers mitzufinanzieren. Das heißt, man hat dann garantiert, dass wenigstens einer mit voller Ausrüstung erschienen ist und die anderen konnten sozusagen zu Hause bleiben, wenn sie sich die Ausrüstung nicht leisten konnten. Aber eine Kombination aus Helm, Brünne und Pferd konnten sich sicherlich nur die alleroberste Schicht des Frankenreiches leisten, sodass wir nicht von großen Mengen an gepanzerten Reitern in den karolingischen Heeren ausgehen dürfen. Außerdem war die Rolle von berittenen Kriegern im 8. und 9. Jahrhundert noch eine ganz andere als in späteren Jahrhunderten. Und im Gegensatz zu diesem zugegebenermaßen sehr coolen Bild von Angus MacBride waren karolingische Reiter eben noch keine Schocktruppen, sondern die berittenen Einheiten wurden vor allem dazu wegen ihrer Mobilität eingesetzt, um beispielsweise auf einen Wikingerangriff zu reagieren oder Gebiete auszukundschaften. Vor dem Kampf sind sie aber wahrscheinlich meistens abgestiegen. Und die Forschung hat sich mittlerweile auch von dem Mythos verabschiedet, dass eben Karl Martell, der Urgroßvater von Karl dem Großen,
den Steigbügel, mit dem Einsatz des Steigbügels die Ära der gepanzerten Kavallerie eingeführt hätte. Also damit hat man mittlerweile auch aufgeräumt. Auf jeden Fall kann man sagen, dass schwergerüstete Krieger, egal ob jetzt zu Pferd oder zu Fuß, in Westeuropa zumindest vor dem 10. Jahrhundert eher eine Ausnahmeerscheinung blieben. Insofern finde ich den Begriff Panzerreiter auch etwas irreführend. Es erweckt zum Beispiel auch Misstrauen, wenn zum Beispiel der Biograf von Karl dem Großen, Einhard, behauptet, Karl sei bei seiner Ankunft in Rom von Kopf bis Fuß in Eisen gekleidet gewesen. Und Einhard ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es den Zeitgenossen eben nicht unbedingt darum ging, objektive Beschreibungen vorzunehmen. Bei der Biografie von Karl dem Großen ging es Einhard darum, ihn in eine Reihe mit den römischen Kaisern der Antike zu stellen. Und deshalb griff er selbst auf antike Biografien von Kaisern zurück. Das heißt, Einhard selbst liefert uns in diesem Fall keine historisch korrekte Beschreibung von Karl dem Großen ab, sondern nur seine Idealvorstellung von einem triumphierenden Herrscher. Das heißt, um es zugespitzt zu sagen, frühmittelalterliche Texte sind oft selbst nicht historisch korrekt, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Fake News. Genau, ja. Und das heißt, im Grunde gehören Einhards Beschreibungen, obwohl er eigentlich ein Zeitgenosse von Karl dem Großen war, genauso sehr in den Bereich des Karls-Mythos, wie zum Beispiel diese Statue vor der Notre Dame in Paris, von der Griffin Beast auch eine Zinn-Version hergestellt hat. Und also so cool der Schnauzer von dem Franken da auch ist, das verfrachten wir mal lieber in den Bereich der Romantik des 19. Jahrhunderts als jetzt ins Frühmittelalter. Aber zum Glück können wir, also wenn wir alle verfügbaren Quellen zusammenziehen, uns ein einigermaßen ausführliches Bild von der Bewaffnung und dem Aussehen von Kriegern in der Karolingerzeit machen. Insofern, gerade wenn wir zum Beispiel diese Miniaturen hier von Griffin Beast und Artisan mit den Illustrationen im Stuttgarter Psalter vergleichen, dann kommt das den zeitgenössischen Quellen schon sehr nah. Es gibt aber nur ein Problem und damit möchte ich noch schließen. Das ist der sogenannte Konquistadorenhelm. Also, und wenn euch auffällt, wenn ihr mal hinschaut, haben karolingische Figuren auch im Tabletop immer so Helme, die halt an Konquistadorenhelme erinnern, die so geschwungen sind. Das große Problem ist, es gibt keinerlei archäologischen Beleg für diese Helme. Also bis heute wurde kein Helm mit dieser Form aus dem Frühmittelalter gefunden. Wenn wir uns aber die Illustration anschauen, also links nochmal aus dem Stuttgarter Psalter, dann sehen wir, dass aber auch die Figuren so dargestellt sind. Also der Helm, der eben vorne läuft eben spitz zu, oder unten sind sogar Helmformen abgebildet, die eher an diese phrygischen Mützen erinnern, also mit diese Schlumpfmützen sozusagen, um es mal so auszudrücken. Und das Problem ist eben, dass alle anderen Gegenstände, also vor allem die Lanzenformen, auch die Schwertformen, die gibt es im Stuttgarter Psalter auch, die sind sehr detailliert dargestellt, sogar die Schildbuckel, alles ist archäologisch belegt. Also wir können davon ausgehen, dass die Mönche, die ja oft selbst, also die Klöster waren oft selbst Orte der Waffenproduktion, dass sie selbst damit vertraut waren. Aber warum bilden sie dann Helme ab, die die Krieger wahrscheinlich nicht getragen haben? Das ist eine gute Frage. Vor allem werden wir uns aber danach Parallelbeispielen für diese Helmform umschauen, finden wir sie vor allem in spätrömischen Darstellungen. Entschuldige mich, ich hatte keine besseren Scans, aber wir haben oben ein Manuskript aus dem 5. Jahrhundert, also noch aus der Spätantike, und unten ein Relief aus dem späten 6. Jahrhundert. Und hier finden wir ähnliche Helmformen, aber vor allem im Bereich der Mythologie. Also es sind keine Szenen, die echtes Kampfgeschehen abbilden, sondern eben mythologische Szenen illustrieren sollen. Nun ist aber die Frage, warum mischen dann Mönche mythologische oder römische Darstellung und zeitgenössische Waffenabbildung? Warum stellen sie es nicht einfach so dar, oder wie es auf dem Feld war? Vielleicht fehlen uns auch einfach die archäologischen Belege, vielleicht gab es diese Helmform, aber ich kann nur sagen, dass sie bis jetzt eben noch nicht aufgefunden wurden. Und ich werde auch wahrscheinlich jetzt keine befriedigende Antwort dafür liefern können. Aber, und das somit will ich dann schließen jetzt so langsam, ich glaube, das Konquistadorenproblem erinnert uns dann daran, dass auch frühmittelalterliche Quellen keine objektiven Darstellungen bieten. Sozusagen, es sind keine Enzyklopädien, es sind keine Militärenzyklopädien, sondern wie hier zum Beispiel an dem Beispiel, wo die Mönche den Anschluss an die Antike auch suchen, haben wir es immer mit einer Vermischung von sehr vielen verschiedenen Einflüssen und Elementen zu tun. Und man muss immer darauf achten, die verschiedenen Ebenen voneinander zu trennen. Und somit will ich als Fazit eben sagen,
kann man fast sagen, dass Tabletop-Figuren eigentlich auch wie mittelalterliche Quellen fungieren. Es sind, sie stellen nicht dar, wie es war, da werden wir wahrscheinlich nie hundertprozentig ran herankommen, sondern es sind Interpretationen. Es sind, sie stellen dar, wie wir uns heutzutage frühmittelalterliche Krieger vorstellen. So wie sich eben auch Menschen, die ein Grab angelegt haben oder ein Manuskript gezeichnet haben, im Frühmittelalter sich auch eben ihre Ideen oder ihre Wunschvorstellungen von Kriegern eben aufs Papier gebracht haben oder in die Erde gelegt haben. Und was einfach wichtig ist, ist, dass man eben gerade beim Frühmittelalter ein bisschen zweimal hinschaut und sich auch ein bisschen mehr mit den Quellen beschäftigt und eigentlich schaut, was ist eigentlich überliefert, wie ist es überliefert, was können wir über diese Quelle sagen, wie hoch ist der Aussagewert für unsere Fragestellung. Das heißt, wenn ich jetzt ein pessimistisches Fazit ziehen müsste, dann würde ich sagen, es gibt eine sehr schwierige Quellenlage und vieles wird wahrscheinlich unbekannt bleiben oder wird für uns nicht zugänglich sein, nie zugänglich werden. Wenn ich jetzt eher optimistisch schließen will, dann würde ich sagen, vielleicht müssen wir es mit der historischen Korrektheit im Frühmittelalter dann doch nicht so ernst nehmen. Vielen Dank. Die Ordnung der Gesellschaft geändert. Er war ja kein von der Familie, von den Königen, von den Merowingern und hat die einfach nach Hause geschickt und hat gesagt, jetzt nehme ich mir die Macht an. Und natürlich hat er dann die ganze Struktur wegmachen müssen und hat gemacht, dass er Kontrolle auf die Armee haben kann. Ja, das ist halt die Frage, weil ich hatte das letztes Jahr angesprochen, weil das ganze Problem für uns, also bis heute, also ich finde, die Karolinger, man kann viel über sie sagen, aber sie hatten die beste PR, die man haben kann, bis heute. Weil für uns ist immer noch Karl der Große ist so der Zenit und die Merowinger sind so Halbidioten, die eh nichts mehr hingekriegt haben. Und es war gut, dass Karl Martell und Pippin sie losgeworden sind. Aber wenn man sich viel objektiver dran schaut, dann haben sowohl Karl Martell als auch sein Vater noch, also Pippin der Zweite, noch sehr stark in dieser Struktur der Merowinger eigentlich agiert. Und die merowingischen Heere waren eigentlich gar nicht so ineffektiv, weil wenn man sich das Merowingerreich anschaut, hat es länger gehalten als das Reich von Karl dem Großen, also viel länger eigentlich. Und sie haben es auch geschafft, ein riesiges Territorium mehr oder weniger unter ihrer Kontrolle zu halten. Natürlich kann man das jetzt nicht als modernen Nationalstaat vorstellen, der durchgehend mit Grenzen hermetisch abgeriegelt war, aber die Merowinger haben sich eigentlich sehr lange an der Macht gehalten. Und da ist eben die Frage, wo ist da der Bruch oder die Kontinuität? Weil klar, Karl Martell hat irgendwann, oder sein Sohn hat dann irgendwann den letzten Merowinger König ins Kloster geschickt und gesagt, so jetzt bin ich dran, aber inwiefern das an der Ineffektivität der merowingischen Administration lag oder an ihrem Militär, das ist zweifelhaft. Also das war am Ende ja auch ein Putsch, also es war nicht unbedingt so ein Gesellschaftsumschwung, sondern einfach wirklich ein politischer Putsch, der dann zu den, dazu geführt hat, dass die Karolinger dann an die Macht kamen. Ja, ich finde das mit den Konquistatoren vielleicht nicht einfach. Ich bin jetzt kein Schmied, aber einfach handwerkliche Gründe haben. Ich kann mir jetzt vorstellen, mit dem hohen Kamm, der jetzt für so Konquistadores sehr typisch ist und jetzt auch für Leonardo da Vinci gezeigt hat, dass man einfach zwei Metallplatten hat und die halt einfach in der Mitte irgendwie zusammenschmiedet und dann noch eine Ausbildung für den Schädel macht. Ob das nicht einfach eine handwerkliche Technik ist, die einfach relativ einfach ist, wie dass ich aus einem kompletten Stück Metall versuchen, einen Helm zu hämmern. Wobei sich leider die Frage stellt, dass eben das Bild von dem Planiger Krieger gezeigt, das ist ja Merowinger, ja. 6. Jahrhundert, ja? Ja, ich glaube 6. Jahrhundert. Der trägt ja Spangenhelm. Genau, ja, Spangenhelm. Der halt quasi auch traditionell aus der Römerzeit quasi ist. Ja, genau, ja. Und die Frage, die sich mir immer gestellt hat bei diesem Salter, ist das nicht einfach eine falsche Darstellung von so einem Spangenhelm? Ja, genau, also da gibt's, also hier ist ja hier rechts so ein bisschen. Genau, die sind so Klammern mit Klammern. Das hatten die Römer ja schon. Der Spätrömer hat ja eigentlich schon diesen Spangenhelm. Ja. Und diese komische Morion-ähnliche Helmart kennt man ja nur aus dem Stuttgarter Salter. Ja. Es gibt keine Helmnachweise. Ja, der Plan war, okay, das sind jetzt 150 Jahre, die der da wegliegt, ja. Aber
Wie steht denn da heute die Forschung zu? Weil also ich finde, also auch Krippi, sie stellen es halt einfach falsch dar, wenn man sagt, also was heißt falsch dargestellt? Also sie orientieren sich an dem Stuttgarter Psalter und somit sind sie richtig. Ja. Also sie sind so dargestellt wie in dem Stuttgarter Psalter. Hat man da jetzt mittlerweile wissenschaftlich schon mal eine Erklärung oder sagt irgendeiner, das ist einfach nur vielleicht falsch naiv gemalt? Nee, das also ich habe das angeguckt damals. Ja. Und habe gedacht, Mensch, das ist doch ein Spangenhelm. Nur, dass der gut gemalt ist, weil der Künstler ist nicht unbedingt ein. Ja. Aber das ist halt, also da haben sich, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also es gibt auch Streit darüber, ob, also hier sieht man das nicht so gut, ob im Stuttgarter Psalter, ob das hier rechts, ob das, oh gut, das ist sicher ein Schuppenpanzer, da gibt es auch Streit darüber, da wird ja gesagt, wo es eher nach Kettenhemd aussieht, ja, die Mönche konnten einfach nicht zeichnen, das war ein Schuppenpanzer. Das Problem ist, und das ist wirklich, eigentlich finde ich wirklich überraschend, weil ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und gerade das Frühmittelalter hat ein totales Revival in der Forschung und der Stuttgarter Psalter ist so eine herausragende Quelle, aber total vernachlässigt. Also es hat sich seit, ich würde sagen, seit 30 Jahren niemand mehr, zumindest mit dem militärischen Aspekt von diesen Figuren auseinandergesetzt. Ich habe auch mal versucht zu untersuchen, sind im Stuttgarter Psalter Heiden und Christen, sind die unterschiedlich bewaffnet? Und eigentlich nicht, also es ist eher sogar, also Goliath kommt dann zum Beispiel in einer, sieht aus wie so eine karolingische Palastwache und gegen David. Das heißt, böse Figuren hat man jetzt nicht anders dargestellt. Aber es gibt da, also da könnte man noch so viel damit machen. Also falls ihr noch, was wir nebenbei noch, neben dem Malen noch euch Gedanken machen wollt, da könnte man noch wirklich viel dazu forschen, weil, also mir ist nichts bekannt, was jetzt in den letzten 10 Jahren dazu erschienen wäre. Okay. Na gut, die neueren Ostfilmbände, ja. Also jetzt haben wir so, wir sind mal wieder in dieser englischen Tradition, gehen teilweise schon, sobald ich es in Erinnerung habe, in die Richtung halt Spangenhelden darzustellen. Und von diesem, ja, von diesem sehr, sehr speziellen Helm wegzugehen. Also es würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich kann mir gut vorstellen, also diese Technik, glaube ich, hat sich auf jeden Fall erhalten. Und das, der Spangenhelm wurde ja eingeführt, weil er so einfach herzustellen ist, aus Ressourcengründen. Also macht auf jeden Fall Sinn, ja. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass dieser Helm in der Form eben existiert hat. Also das, aber wir können es im Moment nicht archäologisch belegen. Das ist halt das Problem, ja. Ja, also wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann will ich eure Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören und ja, viel Spaß.